Thorsten Schmuck noch hier, der Dr. Eisenbart spielen darf und auch nicht nur Dr. Eisenbart spielen darf, sondern auch als Dr. Eisenbart Stadtführer ist in Hanmünden. Dann haben wir mit dabei Thomas Kock, Kampfsportler und auch Teil des Films und ganz aktiver Unterstützer. Auch noch mit hier in der Runde ist Jörg Kampf, Essen, Trinken, alle dabei, ne? Einer der Ersten, die das Projekt mit unterstützt haben, von dem Projekt auch mit als Erstes erfahren hat und über das Mein Münden Magazin auch regelmäßig über den Krimi berichtet. So, kommen wir zu den zugeschalteten Gästen. Sehr gut. Das ist jetzt besonders spannend, denn die sind deutschlandweit hier quasi zugeschaltet. Sina Zadra haben wir mit dabei, Schauspielerin im Film, trägt die Hauptrolle der Kommissarin Elena Kapstedt. Können wir mal die Elena Kapstedt sehen? Ja, da, die Sina, da ist sie. Wunderschön. Und dann haben wir noch mit dabei, Eugen, ist Eugen schon dabei? Nee, Eugen kommt später mit dazu. Wir haben Martha Spock noch da, die Nathalie Kapstedt spielt, also die Schwester von Sina. Und genau, ich habe schon gesagt, Eugen. Der spielt auch, glaube ich, als Angler von der Kapitolversicherung. Das ist der Prashant Jaiswal, hat diese Ehre gehabt, in dieser Krimiserie mitspielen zu dürfen. Er hat zwar eine kleine Pipifax-Rolle bekommen, aber tolles Team, toller Regisseur, tolles Team. Ja, das habe ich, die Poster auch in meinem Büro. Und daher ist alles gut. Das ist ein guter Mensch. Überlegt, so eine schöne, wunderschöne Stadt. Super. Das wäre mal schön.